Das chinesische Jahr des Büffels ist und bleibt turbulent, mit vielen Chancen, aber auch mit vielen Risiken, vor allen Dingen von Seiten der Politik. Zuletzt hat die Regierung erheblichen Druck auf den Milliardenmarkt des E-Learnings ausgeübt. Viele Aktien aus diesem Sektor, aber auch darüber hinaus, haben in der Folge zum Teil deutlich verloren. China, das ist unser Thema jetzt mit Thorsten Seubert von Aberdeen. Schönen guten Tag, Herr Seubert. Ja, so mancher Anleger wird angesichts der politischen Maßnahmen jüngst den Atem angehalten haben. Sollte man China dennoch auf dem Investitionszettel behalten? Aus unserer Sicht ein ganz klares Ja. Also es gibt eigentlich nicht wirklich Gründe, China jetzt von seinem Zettel zu entfernen. Die Maßnahmen der chinesischen Regierung, die sind durchaus von außen gesehen erstmal komisch. Warum verbietet man Investitionen in so einen wichtigen Markt? Wenn man aber sieht, wie die chinesische Regierung sich generell dem Thema Bildung gegenüberstellt, dann ist klar, was gemacht werden soll. Man möchte eben einem breiten Publikum, also möglichst allen, den Zugang zu Bildung ermöglichen und nicht nur wohlhabenden Menschen, die sich eben diese Zusatzdienstleistungen erlauben können. Und so gesehen kann man durchaus nachvollziehen, wenn man das mal differenzierter sieht, dass die chinesische Regierung eigentlich das Wohle des gesamten Volkes im Auge hat. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt, der wichtig ist und hängt durchaus mit Bildung auch zusammen, und zwar die wachsende Mittelschicht. Natürlich profitiert man davon, wenn möglichst viele Menschen gut ausgebildet sind, guten Zugang zu Bildung haben, aber auch gleichberechtigt eben diesen Zugang leben können. Wir sehen auch, dass genügend Unternehmen im Moment auch noch günstig bewertet sind. Und da sind wir weiterhin guter Dinge, dass wir da interessante Möglichkeiten finden. Schauen wir insgesamt auf den chinesischen Wirtschaftsraum. Der ist riesig und da gibt es naturgemäß aufgrund dieser großen Fläche auch ganz unterschiedliche Märkte. Worauf sollte der Anleger vor diesem Hintergrund in erster Linie achten? Wir sind ja ein aktiver Manager, der sehr genau sich die einzelnen Unternehmungen anschaut. Das heißt, wenn ich mir die Aktie anschaue, dann ist nach wie vor das Wichtigste ein gutes Management, sehr gute Bilanzdaten, auch eine geringe Abhängigkeit zum Staat. Das sind Punkte, die man auf jeden Fall aufnehmen muss, um am Ende dann auch die richtigen, guten Unternehmen zu finden. Auch müssen wir bei den Unternehmen sehen, dass diese Unternehmen zukunftsweisende Technologien entwickeln zum Beispiel, dass sie Patente haben, dass sie eben den Unterschied machen. Und das ist das Wesentliche, das Essentielle, worauf jeder Anleger achten sollte, wenn er sich in so einen Markt begibt, auf die einzelnen Unternehmen. Also halten wir fest, China bietet einen ganzen Strauß an Investmentmöglichkeiten, hat ganz unterschiedliche Alternativen für Investoren. Sie fischen in diesem Teich, wenn ich das so sagen darf, mit dem All China Fund. Was machte diesen Ansatz aus Ihrer Sicht so spannend? Wir konzentrieren uns nicht nur auf einen besonderen Markt. Im Augenblick ist der A-Share-Markt in aller Munde. Man schaut auf diesen Markt, der sehr dominiert wird von chinesischen Endanlegern. Wir sind der Meinung, dass aber die anderen chinesischen Märkte wie der B-Share-Markt oder auch der H-Share-Markt genauso interessante Unternehmen in sich bergen. Und gerade bei dem Thema Konsum, der eine sehr wichtige Rolle spielen wird in Zukunft, wollen wir uns die Option offen halten, an allen Märkten die besten Unternehmen herauszusuchen. So gesehen ist das schon mit das ganz große Plus, das wir bei einem All-Share sehen. Und wir einfach viel mehr Optionen haben, als wenn wir nur auf einen einzelnen Markt schauen. Sie haben darüber hinaus mehrere China- oder auch Asienfonds im Portfolio, Herr Seubert. Woher rührt diese Expertise? Wer Aberdeen kennt, der weiß, dass unser Gründer, der Martin Gilbert, in Kuala Lumpur geboren wurde. Er hat sich nach seiner Ausbildung in den 80er Jahren auch die ersten Geschäfte in Asien gemacht. Und darüber hinaus wurden Anfang der 90er Jahre die ersten Büros aufgemacht, die ersten Teams auch installiert und Anfang der 2000er Jahre kam dann das erste Büro in China dazu. Sodass wir immer mit dem aktiven Management, mit dem lokalen Team vor Ort da waren, haben immer darauf geachtet, dass wir auch Menschen für uns gewinnen können, die aus diesen Regionen kommen, die eben auch verstehen, was da kulturell, wirtschaftlich und politisch läuft. Zum Abschluss der berühmte Blick in die Glaskugel. Herr Seubert, wie schätzen Sie die künftige wirtschaftliche Entwicklung und auch das Potenzial Chinas ein? Im Moment sehen wir ein paar Stolpersteine. Wir sehen, dass die Lieferketten nach wie vor noch nicht wiederhergestellt sind. Solange das nicht wiederhergestellt wird, ist es natürlich schwer, Prognosen abzugeben, wann es wieder aufwärts geht. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass gerade der Binnenkonsum, die starke Mittelschicht in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen wird, dass sich die Entwicklung positiv gestaltet. Wir sehen auch, dass der chinesische Staat nach wie vor Aufbauprogramme auflegt, also ganz massiv, intensiv auch Unternehmen stützt, Sektoren stützt. Und zu guter Letzt das Thema Nachhaltigkeit. Auch da haben die Chinesen wahnsinnig viel vor.
Sie wollen eben halt Nachhaltigkeit fördern, sie wollen aber auch die Energie verändern, sie wollen nachhaltig eben diesen Markt beeinflussen, indem sie in Zukunft auf Öl, Gas, Kohle verzichten oder sukzessive verzichten und erneuerbare Energien fördern. Ganz klarer, wichtiger Punkt. Der Blick auf Asien im Allgemeinen und auf China im Besonderen hier und jetzt mit Thorsten Seubert von Aberdeen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, danke.